Jetzt seht ihr auch was, hoffe ich. Sollte zumindest. So. Wir waren ja gestern dabei. Ah, noch habe ich ja keine Dailies. Also spätestens 17 Uhr muss ich sowieso wieder rein. Und mich unbedingt sehen hier. So, wir waren gestern dabei, die Klassenquests nachzuholen. Nee, es stimmt auch nicht ganz haargenau überein. Einfach aufgrund dessen, dass ich erst starten musste, bevor der Counter angeht. Das heißt, ich gehe nach dem Counter und nicht nach dem Stream-Counter. Das ist plus minus 1-2 Minuten. Das heißt, ich gehe nicht nach dem Stream. Der Stream ist ein paar Minuten vorher. Ich gehe nach dem Counter, der da steht. Und auch, wie Luda schon sagt, auf die 2-3 Minuten kommt es nicht drauf an. Weil ich kann den Counter immer erst dann starten, wenn der Stream läuft. Vorher geht der Counter nicht an. Und da ich nicht beides gleichzeitig drücken kann, weil ich nur eine Maus habe, ist das schwierig. Also es ist plus minus eine Minute. Vielleicht noch zwei. Deswegen, es geht nicht nach dem Stream unten in meiner Anzeige, sondern es geht nach dem, was da oben steht. Wenn oben der Counter abgelaufen ist, dann ist auch der Stream vorbei. Es sei denn, ihr verlängert. Wenn ihr verlängert, dann wird natürlich die Minute draufgerechnet. Beziehungsweise wird kurz gestoppt. Ich rechne die Minute drauf oder die 20 Minuten drauf. Dann geht's weiter. Es geht alles nach dem da oben. Nicht nach dem Stream. Maximal auf 15 Stunden. Das heißt, wenn oben 15 Stunden wenn das oben alles abgerechnet ist, dann ist das Ding durch. Sobald es auf 0 ist. Wenn es auf 0 ist, kann auch nicht mehr erhöht werden. Wäre ein bisschen schwierig dann. Durch Verzögerung. Ist alles ein bisschen... Ich habe leider keinen anderen Counter, das ist das Problem. Stream Elements bietet leider kein an. Sonst habe ich keinen gefunden, der genau die Zeit berechnet, die ich gerne hätte. Der berechnet nur die Zeit für einen Streamstart. Ich kann da leider keine höhere Zahl eingeben bisher. Das macht er irgendwie nicht. Der bricht dann jedes Mal ab. Das hatten wir, glaube ich, letztes Jahr. Beim Sabaton. Da hat er dann in der Mitte abgebrochen, weil er sich dann irgendwann gedacht hat, nö, kein Bock mehr. Und da mussten wir so rechnen. Das war wunderbar. Den Zettel habe ich, glaube ich, noch, wo die Zahlen draufstehen. Da haben wir uns das dann alles aufgeschrieben, wie lang die Erweiterung geht. Also ich denke, das sollte so passen. Wie gesagt, ich muss dann den Counter immer kurz stoppen, die Zeit draufrechnen, dann geht's weiter. Also es ist ein bisschen kompliziert, aber ich krieg's hin. Es wäre einfacher, als es umgekehrt zu machen. Weil dann müsste ich das gedanklich hochrechnen. Das ist das Einzige, wie ich eine Zahl hinzufügen kann. Ist ein bisschen doof gemacht, aber das kriegen wir hin. Ich weiß ja, dass es immer 20 Minuten sind. Schlimm ist es dann, wenn es zum Beispiel bei einer 59 ist und ich dann die Stunde hochrechnen muss. Das ist ein bisschen... Kriegen wir hin. Passt schon. Also ich verscheiße euch nicht um ein paar Minuten. Es zählt nur das, was da oben steht. Die Streamstunde da unten ist, egal. Die ist hinfällig. Level 43, so. Also, Plan, wir machen erstmal Klassenquest. Und ich krieg Vitra! Wir kriegen endlich Vitra und sogar Sachen, die ich gebrauchen kann. Kannst sie alle gebrauchen. Außerdem achten die Mods auch noch mit auf die Zeit. Hoffe ich. Aber ich gehe mal nicht von aus, dass ihr jetzt hier gleich übertreibt und ich die komplette Zeit hochrechnen muss. Gehe ich erstmal nicht von aus. Ich hoffe, dass ihr das alles Sven in Ruhe macht. Wie gesagt, vielleicht bleibt es auch einfach bei 10 Stunden, dann muss ich gar nichts ändern. Dann machen wir einfach so lange, bis der Counter runtergeht und dann ist fertig. Das geht ja hier um Spaß und nicht um den Counter.
bist. Hä? Eine Minute und 10 Sekunden. Circa asynchron, ja. Passt doch. Passt doch. Wie gesagt, die Zeit da oben läuft ja. Die Zeit habe ich auch in einem kleinen Mini-Fenster. Ja. Mit dem... Gut, eine App ist es nicht. Mit dem Programm läuft synchron. Also passt. Ich habe beide Zahlen hier. Ich kann sie dann eintippen. Musste dann halt nur stoppen, dann rückt es immer ein paar Minuten. Also, ihr habt sowieso keine Minute weniger, ihr habt eher mehr Minuten. Dadurch, dass ich das nicht direkt einstellen kann, sondern ne, erst pausieren muss. Also ihr habt mehr Minuten, als eigentlich möglich ist. Deswegen. Ne? Ignoriert die Streamzeit. Achtet auf den Counter da oben. Also gehst du jetzt davon aus, nein, ja eben nicht. Oder habe ich gerade umgekehrt erzählt? Dann vergiss, was ich gesagt habe. Ich bin müde. Ich bin einfach nur müde. Also nein, ich gehe nicht davon aus, dass jetzt in den nächsten Stunden, vielleicht so ab Nachmittag, und selbst wenn, dass wir vielleicht auf 11 Stunden kommen, oder auf 12. Davon vielleicht. Ich gehe nicht davon aus, dass ihr 15 voll macht. Oder dass ihr die in 1 voll macht, sagen wir es so. Das klingt besser. Dass ihr sie in 1 voll macht. Und ich hoffe es auch nicht. Weil da muss ich rechnen. Da muss ich da drauf rechnen. Das wird schwierig. Ah, so. Wir kriegen das irgendwie hin. Ich krieg meine Jacke nicht zu. Jetzt. Kaltkeller. Was ist passiert, während ich da bin? Ich rechne für dich. Das wäre super, Luna. Das wäre super. Oh. Na gut, wenn ihr die 15 voll macht, dann... Ja. Also ich muss dann halt abrechnen, ne? Oder halt draufrechnen, immer die 20 Minuten. Wird ein bisschen dauern, aber wir kriegen es hin. Ich muss halt rückwärts rechnen. Ja, ich muss rückwärts rechnen. Weil es hier draufgepackt wird. Aber das kriegen wir hin. Jo. Okay. Ich freue mich über dein Kommen. Ich habe eine weitere Aufgabe für dich, die deiner Fähigkeiten bedarf. Hör gut zu. Der Wald wird zunehmend von Wundern übersät, aus denen Verdorbenheit strömt. Kleine Störungen sind von Zeit zu Zeit nichts Ungewöhnliches. Aber ein Auftreten in diesem Umfang ist mir bisher nicht untergekommen. Ich befürchte, da ist etwas Böses am Werk. Es gibt viel zu tun und ich würde mich freuen, wenn du uns bei der Untersuchung... Ja, okay. Genmeister, lass mich helfen. Wenn der Genmeister nicht mehr seinen eigenen Satz zu Ende sprechen darf. Sylphie? Seit meiner Rückkehr aus dem Südwald habe ich mich intensiv mit den Kräften der Natur beschäftigt. Ich habe sogar ein komplettes Lexikon von Sea Nullane durchgehalten. Ich verstehe so viel. Meine Druidenkunst ist noch immer nicht ganz ausgereift. Aber ich will meinen Teil dazu beitragen, den Wald zu beschützen. Nicht ganz ausgereift. Sylphie, du hast noch immer keinen einzigen Angriffszauber gelernt. Ohne dass du dich selbst verteidigen kannst, wäre es viel zu gefährlich, dich allein in den Wald zu schicken. Genau, schick die Kinder allein in den Wald. Okay. Also, soll ich hier bleiben? Das habe ich nun auch wieder nicht gesagt. Ja, was denn nun? Aldaria, Sylphie würde dich begleiten. Mit ihrem Talent für das Sehen und deiner mächtigen Magie könnt ihr viel zusammen erreichen. Sylphie, nähere dich keinen Quellen der Verdorbenheit ohne Aldaria an deiner Seite. Und solltest du dem Ursprung dieser Störung begegnen, fordere keine Konfrontation heraus. Viel zu oft lässt du dich wieder besseren Wissens von deiner Neugier leiten. Ja, Genmeister. Bist du bereit, Aldaria? Wir dürfen nicht zulassen, dass sich diese Verdorbenheit weiter ausbreitet. Wir treffen uns am Mühlenbruch im Südwald.
Hey. Mal. Nichts. Wahrscheinlich kackt zwischendurch mal Stimme ab. Sollte dem so sein, wechseln wir zwischenzeitlich das Spiel. In irgendeins, wo ich nicht lesen muss. Huch. Muss einmal. Nein. Wenn man zu doof ist. Ja. Heilig, Jokobo. Wo müssen wir hin? Wir müssen da hinten hin. Jokobo! Okay. Dicke Katze! Gibt's sogar noch. Na gut, wir sind Level 43. Och, wo uns darum nicht mehr kümmern. Also ich gehe mal davon aus, dass wir den Heiler heute noch auf 50 kriegen, dass ich den Pikmin anfangen kann. Danke dir, aber wir sind noch nicht fertig. Der Wald stöhnt noch immer vor Schmerzen. Ich kann ihn hören. Es scheint aus Nordosten zu kommen. Lass uns mal nachsehen. Okay. Oh, wo muss ich jetzt hin? Dahin. Ich hoffe nur, dass der Hund oben nicht wieder irgendwas anstellt. Gestern hat er eine Visitenkarte zerfetzt. Der Hund muss verdammt Langeweile haben manchmal. Wo er so viel Spielzeug hat. Wäre nämlich verdammt ungünstig. Oh Gott, wenn ich müde bin. Hi. Dankeschön, Herr Daria. Aber es gibt immer noch, es gibt noch immer mehr. Die nächste Störung fühlt sich noch schlimmer an. Im Osten, denke ich. Ja, auf nach Osten. You. Wobei, warte mal. Huch. Ich habe irgendwas gedrückt, ohne dass ich weiß, was ich gedrückt habe. Muss gerade mal was nachgucken. Warte mal. Okay. Das wären dann
Ich weiß zumindest, wie wir es ein bisschen vereinfacht hinkriegen. Deswegen. Okay, warte mal. Ich kann zumindest bei Stream Elements. Ich glaube, wenn ich mich nicht verrechnet habe, wären es dann ja 15 Subs, ne? Oder? Drei Erweiterungen. Also. Auch. Immer 20 Minuten. Von 10 bis 15 hochgerechnet. Da. Da verrechne ich mich gerade. Mein Mathe ist scheiße, weil da kann ich einfach mal oben. Weil ich zumindest wie viel ich nachzählen muss. Krieg ich das hin? Das interessiert mich nämlich gerade einfach mal, ob das geht. Ob ich das machen kann. Aber dazu muss ich den hier wahrscheinlich weg. Ja gut, ihr seht's noch nicht. Ich kann ja Gott sei Dank noch rumprobieren, ohne dass es jemand sieht. Das ist immer vom Vorteil. Wo geht das denn? Ich bin zu blöd für diese Welt. Nein, da. Das wäre dann. Doch, warte mal. 20 Minuten. Doch 15, um auf Ding zu kommen. Ich hasse meine Mathekenntnisse. Nein. Geh dahin. Meinst du in-game, diese langen, lange Gebramse da? Also, das hier? Das sollen, ich weiß gar nicht, Ohren? Pelzige Ohren? Haarige Ohren? Es ist auf jeden Fall flauschig. Ich glaube, es soll Fell darstellen. Ich weiß aber nicht, ob es Ohren, ob es Fühler, ob es, Irgendwie ist es flauschig. Also ich gehe mal von aus, das sind Haare. Okay. Luna sagt Ohren. Ich bin hier gerade noch am Rumprobieren. Huch. So. Ich lasse es erstmal. Ihr seht doch keine Veränderung. Also, ich habe es erstmal nur provisorisch eingestellt. Mal gucken. Mal gucken. Ja. Hi.
gute Arbeit. Die Erde fühlt sich geheilt an. Und dennoch, es gibt eine weitere Störung. Und diese fühlt sich gewaltig groß an. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Aber sie ist irgendwie scheußlicher. Isomian hat gesagt, wir sollen eine Konfrontation mit dem Ursprung vermeiden. Aber ich bin gewillt, einen Kampf zu riskieren, wenn du es bist. Es ist nicht weit von hier. Irgendwo im Südosten. Sollen wir uns das mal näher ansehen? Nein! Kind! Das Mädel hört halt auch nicht, ne? Mädel hört auch halt einfach nicht. Kinder, ja, ist so, ne? Man sagt ihnen, nein, bleib auf dem Weg. Was macht das Kind? Geht woanders hin. Ich denke, du musst den Wald nicht hören können, um das zu fühlen, oder? Nein, passt schon. Die Verdorbenheit entspringt definitiv diesem Ort hier. Das ist seltsam. Von dem Moment unserer Ankunft an ist das Gefühl weniger überwältigend. Fast so, als würde es seinen Atem anhalten oder sich verstecken. Weil ich muss noch einmal. Das ist nämlich auf einer Sache noch nicht richtig. So. Jetzt müsste es richtig sein. Siehst du das? Die Luft scheint genau hier verzerrt zu sein. Was? Ich sehe da nichts. Doch jetzt. Ja, es lächelt. Lächelt uns an. Ich stelle das gleich einmal ein. So. Ich hoffe, wie gesagt, dass ich richtig gerechnet habe. Müsste sich jetzt langsam geändert haben. Hoffe ich. Ich weiß, ich krieg den so nicht tot. Das ist mir eher. Sinnvoll wäre, wenn ich mich zwischendurch heile. Wäre es. Erst mal kommst du weg. Nummer 1. Lass mich. Ich will hier nichts.
Was für ein hässliches Viech. Nein, lass mich. Lass mich einfach nur. Ju. Ist es nicht erstaunlich, Herr Daria? Was denn? Jetzt ist sie verrückt geworden. Hat sich die Brise schon immer so gut angefühlt? War der Boden schon immer so warm? Ja, war er. War er, mein Kind. Ich bin so froh, dass, es endlich zu verstehen. Ich wünschte nur, ich könnte meiner Mutter davon erzählen, wie unglaublich die Natur sich anfühlt. Oh, du bist verletzt. Hier. Ich kann mich selbst heilen. Ja, ah, danke, Kitty. Dann habe ich sie eben aus Versehen wieder umgestellt. Oh. Profis am Morgen. Dann habe ich es aus Versehen eben wieder umgestellt. Okay, jetzt müsste es. Keine Sorge, meine Künstler zehren nicht mehr an mir. Ist gar nicht aufgefallen. Ja, ich hatte es auch erst geändert. Glaube ich. Meine ich? Ich meine, ich hatte es eben erst geändert. Und dann habe ich aber nochmal was am Titel gemacht. Und wenn ich das nicht direkt im Programm selbst mache, dann übernimmt er wieder das andere. Und ach, Technik. Nichts, seit ich gelernt habe, meine Kräfte aus der Natur zu beziehen. Und das habe ich dir zu verdanken, Herr Daria. Lass uns zur Gilde zurückkehren. Wir müssen Isumiyan alles genau erklären. Ich habe es ja gesehen. Ja, alles gut, Kitty. Danke. Lieb, dass du darauf hingewiesen hast, nochmal. Ich glaube, ich hätte das jetzt gar nicht nochmal gesehen. Weil ich war eben noch am Hin und Her überlegen. Weil ich dann erstmal noch. Ich bin auch selber noch Matsch im Kopf. Weil ich noch geguckt habe, ob das mit dem Counter passt. Das ist, ja. Ich muss bei Stream Elements auch gleich nochmal was einrichten. Weil irgendwie kommt nicht das, was ich haben wollte, das kommt. Mein einer Timer funktioniert nicht. Also nicht der Timer von der Zeit, sondern diese Nachrichten, die ja immer mal so im Chat kommen vom Bot. Da funktioniert ein Timer nicht. Muss ich gleich nochmal fixen. Es ist heute mal wieder Technik, die begeistert. Warum funktionierst du nicht? Talisman Suna, du bist schon wach?
Wie kannst du schon wach sein? Warte mal. So. Ich habe jetzt den. Ich glaube, ich weiß, warum der Bot nicht funktionierte. Und zwar, weil ich zu viele Zeichen drin hatte. Das klappt schon wieder richtig gut bei mir. Vielleicht nehme ich auch den Timer. Also, ich nehme den Timer nicht raus, aber. Mal gucken. Lass ihn nebenbei für mich laufen. Vielleicht ist das einfacher. Wir machen das so. Das interessiert keinen. Das machen wir auf so. Nee, machen wir auch mal auf so. Kommt auch häufiger. Ich hoffe, dass es jetzt richtig ist und ich hoffe, dass er an ist. Gut, an ist er. An ist er. Du bist auch wach. Ja, ich bin aber aus Gründen wach. Luna, hätte ich den Stream nicht, beziehungsweise wäre Frisches nicht auf Reisen gegangen, ich würde noch im Bett liegen. Ich wäre noch am Pennen. Für gewöhnlich. Merke ich mir, du sagst so viele Buchstaben, ich beachte dich nicht mehr. Nein, ich rede von meinem Bot. Oh no. Mein Bot hasst mich, ich habe halt. Man darf, ich glaube, 30. Nee. Wie viel? Ich kann die Zahl nicht lesen. Ich glaube, 50. 50 Zeichen darf man verwenden und ich habe, glaube ich, 56 Zeichen reingepackt. Ungefähr. Vielleicht auf 60. Ich weiß nicht, wo genau die Zahl ist. So klein und mini. Das ist Mobbing. Du bist doch nicht ganz wach. Nein, ich bin auch nicht ganz wach. Ich habe 3 Stunden geschlafen, Masuna. Ich habe 3 fucking Stunden geschlafen. Ich bin total fertig. Wenn ich Kaffee trinken würde, der Kaffee wäre leer. Aber ich trinke keinen Kaffee. So. Ist es jetzt fertig oder ist es jetzt nicht fertig? Ich glaube, es ist fertig. Weil man lustig haben. Das stimmt. Das war's. Ich bin nur im Arsch. Ich bin ganz gewaltig im Arsch. Voll. Konntest dann halt auch noch nicht mal richtig ausschlafen. Also laut Wecker hätte ich 5 Stunden und 13 Minuten gehabt, bis der Wecker klingelt. Da ich erst um 4 Uhr irgendwas eingeschlafen bin, waren es dann halt nur noch 4 Stunden und dann bin ich 1 Stunde vorm Wecker aufgestanden. Das heißt 3 Stunden. Das war nicht viel. War nicht viel. Und Spyro, Hallöchen. Wunderschönen guten Morgen. Kann auch noch so morgen sagen, oder? Arsch, oder formell ausgedrückt. Rektal lokalisiert. Du kannst es auch formell ausdrücken, wenn dir das lieb ist. Es geht auch, es gibt beides. Es ist zu früh für sowas. Ja, aber wirklich, ey. Ich mache noch mal was. Mir fallen hier gerade Dinge ein. So. Nein! Oh. Kann ich das abbrechen? Wenn ich nicht gespeichert habe, müsste es doch wieder gehen, oder? Oh mein Gott. Ich bin echt doch nicht ganz da. Ja, oh Gott. Mein Gott, ey.
Schickt mich ins Bett, Leute. So. Individuell Befehl. So. Schlafstream. Das Thema hatten wir gestern. Das Thema hatten wir gestern. Nix da. Mir will keiner beim Schlafen zusehen. Ich habe immerhin knapp 6 Stunden Schlaf gehabt. Mit 6 Stunden wäre ich zufrieden gewesen. Mit 6 Stunden wäre ich echt zufrieden gewesen. Aber naja. Hier. Schlafstream oder anders ausgedrückt. Nein, das will keiner sehen. Wer weiß, was ich dann brabbel. Nee, nee. Ja, genau. Ich will gar nicht wissen, was ich im Schlaf da vor mich hin husumentiere. Das will auch kein anderer wissen. Ich weiß nicht, vielleicht tanze ich ja im Schlaf. Oder Schlafwandel. Mein Gott. Mein Gott, wenn ich halt wirklich Schlafwandel, ne? Nein. Auf gar keinen Fall. Niemals wird es einen Schlafstream geben. Wie gesagt. Deswegen ist er für heute auch maximal 15. Maximal 15 Stunden. Wie gesagt, ich muss bei dem unteren... Bei dem Live-Timer muss ich 1:10 draufrechnen. Also statt 1:02 wäre es jetzt 1:03. Nee, 1:04 jetzt mittlerweile. 1:04. Also ich muss 1:10 draufrechnen. Das heißt, es geht maximal, ich glaube, wenn ich mich nicht ganz verrechnet habe, bis 1 oder 2 Uhr. Maximal Länge. Weil ansonsten könnte er mich vom Boden aufkratzen. Deswegen, ich habe zwar meinen Counter da oben. Ich glaube, der ist aber schwachsinnig. Deswegen habe ich den unteren da noch hingemacht. Das ist kein Counter, aber es ist ein Subcounter, der dann die Länge quasi erhöht. Spart jetzt im Kratzen. Ja, viel Spaß, Masuna. Da bist du ewig am Kratzen. Ich klebe gut am Boden. Gern wie ein Delfin. Die schlafen mit einer Gehirnhälfte aktiv. Könnte ich mit einer Hand zocken und trotzdem schlafen? Das wäre... Ich klebe mich dazu. Das am Boden war wichtig, ja. Ich dachte, ich erwähne das doch mal mit dazu. Ich glaube, es wird insgesamt auch mehr ein Just Chatting Stream als ein Wir spielen aktiv. Stream. Allein, weil mir 30.000 Sachen einfallen, die ich vergessen habe einzustellen. Und ja. Ich 30.000 Sachen auch nochmal umändere. Weil es nicht so passt, wie es passt. Ich bin halt auch nur dezent verpeilt. Nicht ohne Grund spamme ich Hybrograd zu, damit er für mich mir noch mal Sachen ummodelt. Weil ich hatte halt gerade so gefragt, weil ich war tatsächlich zu blöd, weil wir machen ja mindestens 10 Stunden. Und ich war tatsächlich zu blöd zu rechnen, wie viele Subs es benötigt, um auf 15 Stunden zu kommen. Was eigentlich ganz einfach ist. Wenn man bedenkt, wir machen ja... Also pro Stunde sind ja 3 Verlängerungen möglich. Sind ja, wie gesagt, 3 Verlängerungen. Auf 5 Stunden zusätzlich. Sind 15. Ich war zu blöd, das zu rechnen eben. Also ich habe es richtig gerechnet, aber ich war trotzdem zu blöd. Ich bin einfach müde. Ohne Witz. Ich glaube, in 2 Stunden geht's. In 2 Stunden bin ich fit.
Bis jetzt ist mein Kopf einfach nur noch Brei. Wenn man Mathe kann, ist es einfach. Ich kann ja kein Mathe. Aber es ist trotzdem richtig gerechnet. Das war auch vorher von mir richtig, aber. Glaubst du, für mich war der Gedankengang einfach? Ich dachte einfach so, warte, sind das jetzt wirklich 15? Habe ich mich verrechnet? Ich eben erstmal den Mods geschrieben. Ist das richtig? Ohne Witz. Das ist mir ja selbst schon peinlich. Das war so eine einfache Rechnung. Und trotzdem kriege ich so diese Uhrzeit dort nicht hin, ey. Das ist aber genau so, wie ich mir vorhin... Ich wollte es eigentlich nicht erzählen. Ich hatte mir so ein Butter, also es war so Kräuterbutter-Toast. Und da mache ich mir für gewöhnlich so ein kleines bisschen Salz drüber. Ich habe kein Salz genommen. Ich habe Zucker genommen. Das erklärt meinen Zustand. Glaube ich. Da zuckt man erstmal zusammen, ja. Ich habe mich gewundert, dass das Brot so süß war. Vor allem, es hätte eigentlich offensichtlich sein müssen, weil der Zucker ist in einer großen Verpackung, ne? Riesengroß. Salz ist so ein kleines Mini-Ding. Ich habe einfach mein Brot gezuckert. Ja. Ich habe es trotzdem gegessen. Es war ja nicht viel drauf, aber es war eklig. Ich war dann aber zu geizig, es wegzuschmeißen. Aber es war verdammt ekelhaft. Nein, Luna, nicht lecker. Nein, nicht lecker. Aber wir kommen zurück. Aber es war nicht lecker. Es war verdammt eklig. Und war verdammt eklig. Wow. Vor allem, das sieht dir halt auch erstmal so die Schuhe aus, so ein bisschen. Soll ich es ausprobieren? Mach! Mach! Luna, mach! Probier's aus! Probier's aus! Das arme Brot. Ja, das habe ich mir bei mir auch gedacht, das arme Brot. Aber bevor ich es wegschmeiße, was teuer Geld ist, habe ich es dann lieber gegessen. Alter, was ist Luna? Zucker kann sie dann rektal lokalisiert. Am Arsch lecken, ja. Danke, Masuna. Wie kannst du? So. Willkommen zurück, Aidaria. Silfi. Mhm. Echt? Spyro, frag nicht. Frag einfach nicht. Das nimmt ja schon wieder Ausmaß an. Unsere Mission war ein Erfolg, Genmeister. Silfi, du hast dich meine Anweisungen widersetzt, oder? Nein, überhaupt nicht. Aber der Wald, er litt. Ich konnte nicht einfach wegsehen. Aidaria trägt keine Schuld. Ich übernehme die volle Verantwortung. Ja, ich hoffe es für dich. Beruhig dich, Kind. Du hast dich genauso verhalten, wie ich es erwartet habe. Ich werde dir keine Vorhaltungen machen. Vielmehr steht Kredaina tief in eurer Schuld für eure heroischen Taten. Die Verdorbenheit Akomans hatte sich in der durch die Katastrophe geschwächten Erde festgesetzt. Nicht auszudenken, wie stark sie sich hätte ausbreiten können, wenn ihr die Kreaturen nicht besiegt hättet. Und wenn mich nicht alles täuscht, warst du, Sylphie, in der Lage, während des Kampfes Energie von der Natur zu beziehen. Ich bin mir nicht sicher, wie es passiert ist. Ich erinnere mich daran, wie sehr ich Aidaria helfen wollte. Und dann war da plötzlich diese Kraft in mir. Mhm. Das geht in den Annalen ein. Ich freue mich schon, wenn unser Einhorn Iron wieder da ist. Ja! Dann rennt Iron wieder mit ihrem komischen Horn durch den Chat. Masuna. Nein. Einfach nein. So sollte es sein. Man trifft nicht einfach eine bewusste Entscheidung, sich der Stärke der Natur zu bedienen. Du hast der Natur gegenüber dein Herz geöffnet und sie ist dir zu Hilfe geeilt.
Wir sollten dich nicht vergessen, Aldaria. Wie ich sehe, hat deine Reise mit Sylphie deine Künste noch weiter verfeinert. Ich glaube, du bist bereits für meine letzte Lektion. Es ist mir eine große Freude, dir einen weiteren Zauber unserer Gilde anzuvertrauen. Eine mächtigere Version des Heilzaubers steht dir ab sofort zur Verfügung. Geil. Ich hoffe, er wird dir gute Dienste bei deinen künftigen Vorhaben leisten. Mögen die Gebieter stets mit dir sein. So. Ja, schon verstanden. Ja. Sehr fein. Brav, Masuna. Ganz brav. Fein. Ach du Scheiße. 67 Mal. Ja, Masuna haut's raus. Vor allem, du musst bedenken, die Dunkelziffer, Luna. Die Dunkelziffer. Da kommt ja eigentlich noch was dazu. Optionen beim Laufen stelle ich mir. Muss ein Knochenjob als Gebieter sein. Na. Ohne Küsschen geht's einfach. Ja. Du bist aber eine kleine Viera, ne? Ich eine recht große Mikote und du, glaube ich, eine kleine Viera. Aber hey, wir passen outfitmäßig zusammen. Kleinste Größe, ja. Ich glaube, bei mir habe ich fast die größte. Spyro, viel Spaß im Lurk. Geh mal einkaufen und was zu essen besorgen. Masuna, besorg mir was mit. Ah, nee, ich habe genug. Vergiss es! Ich glaube, da bräuchtest du auch eine Ewigkeit, bis das Essen bei mir ankommt. Du hast ja schon was Schmackhaftes, das stimmt. Beziehungsweise, es kommt noch was Schmackhaftes. Das esse ich ja nach dem Stream nachher. Weil ich glaube, die Burger im Stream zu essen ist ein bisschen schwierig. Deswegen esse ich die extra nach dem Stream. Vorbereitet sind sie schon. Du bist größte Größe. Ah ja, okay. Ja, der Unterschied ist gar nicht so gewaltig, ne? Na, du hast ja... Oh, du hast einen Schokobock-Küken da auf der Wange. Oh mein Gott, das sehe ich ja jetzt erst. Oh mein Gott, ist das cute. Ja. Der Rolli ist mal super bequem. Das glaube ich gerne. Sollte nur so rund 20 cm Unterschied sein. Ja, das geht ja voll. Geht ja voll. Hi. Ich habe übrigens vergessen. Ah, nee, habe ich ihn nicht vergessen. Ich wollte ja nur Luna hinterher. Warte, wie sie guckt. Hi. Das sind nicht 20 Zentimeter. Nie im Leben. Masuna, nein. Jetzt hab ich den Ohrwurm. Nein, warum tust du sowas? Warum tust du sowas? Das ist gemein. Das ist gemein, ey. Fuck. Achso, das habe ich eben gerade gemacht. Okay. Einmal. Und extra für dich. Senior Kakte. Ich frage erst gar nicht. Luna, ich kann es dir schicken. Warte. Ich muss nur Dinges leiser machen. Ah ne, ist noch leise gestellt. Da. Da. Hörst du an? Doch, wirst du! Scheiße, jetzt hat sie es fast hyped geschickt. Luna, klick drauf! Klick dich hart! Was? Was?
Ist das ein Kitty? Das ist ein Kitty! Ja. Hm. Das war ich, wenn ich wach bin. Luna, dadurch wirst du wach. Glaub mir, dadurch wirst du wach. Ich hab den Ohrwurm als Lebensrate. Ich wieder einschlafen. Nein, das ist Quatsch. Hey, ja, wie geht das online? Hat jemand Gesuch angestellt? Für immer nehme ich an. Wahrscheinlich. Ja. Eine Verbeugung. Ein Küsschen. Ja. Adaya, du bist zweifelsohne eine unserer besten Druidinnen. Ich möchte mich daher in einer sehr wichtigen Angelegenheit an dich wenden. Es geht um die zwei jüngeren Geschwister der ältesten Saatseherin Kanisena, Rayao und Arun. Geile Namen. Die beiden sind nach immer Schatten im tiefen Wald aufgebrochen. Die Gebiete des Wächterbaums wird zusehends feindlicher gegenüber jedem, der den Wald betritt. Selbst uns scheint das vergessen zu haben. Es ist daher höchste Zeit für den nächsten Besänftigungsritus. So weit, so gut. Doch wie konnten die beiden Saatseher nur so töricht sein, sich ohne Geleitschutz in den tiefen Wald zu wagen? Ihr Aufbruch war zudem überhastet, so dass sie noch nicht einmal alle nötigen Vorbereitungen für den Ritus treffen konnten. Natürlich besteht an ihren Fähigkeiten als Magier kein Zweifel. Doch du weißt ja, wie gefährlich es im Wald der Einkehr geworden ist. Ich kann mich der Sorge um die beiden einfach nicht erwehren. Ich weiß, dass ich mir in dieser Sache vielleicht mehr herausnehme, als mir zusteht. Doch ich möchte dich dennoch bitten, nach Immerschatten zu reisen und dort nach dem Rechten zu sehen. Sollten die Geschwister deine Hilfe benötigen, dann zögere bitte nicht, ihnen beizustehen.